Space. Yo, meine Freunde, wir sind wieder back im Start mit einem neuen Video. Heute haben wir ein ganz besonderes Video, meine Freunde, ja. Ihr seht es richtig im Titel, ja. Ich habe seit heute einen Scuff. Heute ist Freitag der 13. Eigentlich kein gutes Omen, aber ich hatte bis jetzt einen guten Tag. Mir ist nichts passiert. Inshallah natürlich, meine Freunde. Ja, auf jeden Fall seht ihr jetzt meine ersten beiden Runden. Einmal IW und einmal Black Ops 3 mit dem Scuff. So ein bisschen die Unterschiede und so weiter. Und ja, das war ein kleines Vorwort. Ich würde sagen, wir springen direkt ins Gameplay rein. Haut rein. So, meine Freunde, jetzt sind wir schon in der Runde von IW. Ich bin hier mit dem Scuff am Start. Und unschwer erkennen kann, aber mein nicht vorhandenen Movement. Und dann kommt direkt diese. Ich verstehe nicht, wieso spielt man sowas? Anubis, Digga. Hä? Leute, ich bin so raus in IW, ne? Ihr wisst gar nicht. Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Ich meine, wozu auch? Das Spiel ist tot. Spielt wirklich kaum jemand noch. Weil ich habe auch nicht mehr die Nerven dazu, irgendwie meine Freizeit dazu verschwenden, so. Das Spiel zu spielen, was ich eh tot gegrindet habe und wo man eh kaum noch Lobbys findet. Also, finde ich meiner Meinung nach sinnlos. Ich werde auch eigentlich gar kein IW mehr bringen, weil ihr das Bescheid wisst. Also, das wird jetzt so einer meiner letzten Videos mit IW. Ja, guck ihn dir an. Dieser Spast, Alter. Der geht mir so auf den Sack, ne, ganz ehrlich. Gibt's doch gar nicht. Egal, ich werde die Runde usen. Wie gesagt, das ist meine ersten Runden mit Scuff. Oh mein Gott, dein Ernst. Warte mal, was kann ich mir noch nehmen hier? Rosa vielleicht? Wird doch eh nichts. Egal wie ich spiele, sonst was, also wie gesagt, ne? Ihr müsst das selber mal durchmachen, so mit einem komplett neuen. Ey Leute, was sind das für Leute, Mann? Die haben, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt momentan gut ist in die Weg. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie die MPs besser gemacht haben, ob das und das scheint einfach. Ich schau ganz natürlich immer noch OP. Der Typ ist einfach ein Abfucker von Geburt an. Guck dich das an. Er spielt ja die Zyklopieren und jetzt wechselt er auf die Akimbo Shotgun, weil er sonst nicht weiter weiß. Das ist so ein Rotzbengel, Alter. Ich verstehe sowas nicht. Also weiter. Den habe ich. Also Aim und so ist ja alles noch normal, bloß das mit dem Springen und so weiter ist. Ey Leute, was ist denn das? Ich bitte dich, das ist doch keine normale Spielweise. Ganz ehrlich, ey. Was soll denn die Scheiße? Ey, guck dir das an! Was? Das gibt's doch gar nicht, Alter! Meine Fresse, man wird ja nur gebullshittet in dem Spiel. Weiß nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr noch Spaß an der W habt. Seid mal bitte ganz ehrlich. Auch wenn nicht viele Kommentare schreiben, beziehungsweise fast gar keine in meinen Videos, bitte schreibt ohne Scheiß mal Leute, die Leute, die das Video sehen, wäre ganz cool von euch, wenn ihr mal eure Meinung jetzt momentan, also momentan zu IW äußert. An sich, ich finde das Spiel immer noch gut, sonst hätte ich das nicht gespielt bis 30 so. Aber es ist einfach ausgelutscht, meiner Meinung nach, so. Also man hat alles gesehen, so. Gameplay sind hier keinen mehr und, weiß nicht, alle sind auf IW 2 gespannt, warten nur noch ab und so. Das ist einfach nur noch, müsste ich meinen, so ein Reste ficken, so irgendwie. Den habe ich. Zyklopieren ohne Witz, Leute. Das ist doch nicht normal. Oh mein Gott. Ey, Leute, das sind doch solche Hurensöhne. Ich verstehe das nicht. Das ist so ein. Alter, was haben die mit den MPs gemacht? Bei aller Liebe, Alter. Der mich jetzt geholt, ne? Die Dropshot ist meine Fresse, ist krank. Was ist das für Nades, Digga? Was ist das hier? Was ist denn das so grün? Könnt ihr mich mal in den Kommentaren bitte aufklären? Das grüne Zeug, was ist das? Ist das irgendwas Neues oder so? Gibt es jetzt Nade-Varianten? Ich hab keine Ahnung. Wie gesagt, also, ich bin da voll raus. Oder ist das wegen dem Halloween-Update? Das kann natürlich sein, dass dann die Nades jetzt quasi so grünmäßig sind. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, so auf den ersten Eindruck. Aber wie gesagt, klärt mich mal auf. Okay. Der hat mich jetzt gesniped, Alter, dieser kleine Schlawiner.
Ey, Mann, du Hurensohn. Z-I-Kena. Egal, alles gut, Jungs. Alles gut. Was? Bitte was? Skü-skü. Also. Das würde ich gerne erklärt haben von einem Wissenschaftler. Das würde ich gerne wissen, wie das gerade funktioniert hat. Diese Waffe ist doch einfach nur Krebs, das fuck, Digga. Das ist Krebs in einer Person, Digga. Gibt's doch gar nicht, ey. Ich bin einfach nicht mehr in meiner Form, Leute. Vor allem nicht. Also erstmal spiele ich das Spiel kaum noch. Das ist gar nicht, ne? Das kommt erstmal so. Und dazu noch mit einem Scuff, mit dem ich vorher noch nie gespielt habe. Ich habe ja davor immer mit Stick and Move gespielt. Ja. Deswegen müsst ihr euch das mal vorstellen, wenn man ein Jahr lang am Sweaten, am Tryharden ist in allen möglichen Spielen, also hier, ne, COD und so generell. Und auf einmal wechselt man sein Setup. Natürlich ein Unterschied von Feinsten, ne, also das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Aber guckt euch das mal an, der Typ wechselt seine Waffen mit seiner Unterhose, Digga. Zweimal am Tag, Digga. Nicht zweimal im Jahr, sorry. Bastard, Digga, 32,15. Sollte für den ersten Eindruck klar gehen. Das war ja einigermaßen lustig an sich, für euch wahrscheinlich, für mich eher weniger beim Spielen. Weil, ja, ihr habt es ja gesehen, Hurensöhne. Ich weiß nicht, mir gibt das Spiel nichts mehr. Ich habe das aber schon beim letzten Video erzählt, glaube ich. Ja, ich habe aber kaum noch Motivation, beziehungsweise gar keine Motivation mehr, IW zu spielen. Eher BO3 momentan, wenn überhaupt. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, ich springe jetzt zum BO3 Gameplay und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss! Nein! So, in der Runde am Start jetzt. Erste Runde Scuff, I don't know, kann nur scheiße werden. Wie schnell ist der denn gedroppt? Heiliger Bimbam, Alter! Das ist die Manimo, das ist meine Con oder war der Weak? Drei Opportunities. Okay. Mit dem Springen komme ich klar. Mit dem Slide und Move generell ist ein bisschen das Problem momentan noch. Ja. Oh mein Gott, ich bin gerade Monsterflo! 7-0 direkt gestartet, heilige Scheiße. Ich hab alles im Haus geklärt einfach und dann unten noch 2 und 8. Ach du Scheiße, Junge. Was ein grandioser Stizzle-Start, Alter. Ey, die sind ja echt mit Schockladung oben. Till Lauch, ich bitte dich, Bruder, spiel doch mal wie ein Mensch. Bitte, lieber Gott. Tötet erst, bevor es Eier legt. Also die Leute, die mit Haptics Video dann so mit Piepstimme kommen. Haptic, bist du's? Oh mein Gott, Haptic in meiner Lobby! Oh mein Gott, ich bin gegen Haptic! Solche Spassen, das weiß ich mein. Genau solche Situationen, da habe ich gar kein Movement, Alter, Mann. Wie gesagt, Leute, nimmst du nicht übel, wenn ich wirklich scheiße spiele. Das ist wirklich jetzt meine erste Runde so richtig so. Ich hatte nur bis 11 Kills gegen 2-1-1 gemacht, damit ich ein bisschen Movement habe. Damit es hier gar keine Lachnummer wird. So. Ja, warte, ich guck mal die Garage. Ist die hinten gespawnt oder so? Hey, warum macht der Nova? Also die sind absolut shit, die Gegner, kann das sein? Ja, die sind echt. Ah, ich bin tot, mal von hinten, Digga. Ich war kurz vor Geist, 400, alles klar. Oh. Alles klar, kurz vor Geist, bei 470 oder so. Kann man machen. Was? Er hat mich wirklich bekommen, ich glaub's nicht. Du ehrenloses Stück Scheiße. Die sind immer noch, glaube ich. Ey, ich dachte, der Teammate hat den, da war nee. Teammate. Ja, vorne beim Fenster, ich bin da bitte hinter dir gewesen. Ey, er sagt mich schon wieder, ich fick mein Leben, Digga, nix Bock. Die ganzen deutschen Mistviecher, ne, das ist so, die sind so shit einfach, aber irgendwie kriegen die einen. Ich fick die sogar ohne Scuff Experience oder so, also ohne vorher zu haben. Das ist lächerlich. Der
Die Lobby ist echt gut, Alter. Ohne Witz jetzt. Kann sein, dass ich hier Erster bin in der Lobby, Alter. Okay. Na ja, gut, ich habe auch die Manowar mit Vollmantel, hier mit Vollmantel, sag ich schon, Rotverleber, glaube ich, schnell für. Also richtig assi. Also wenn ich bin, reicht wieder ein richtig, Alter. Ohne Witz. Ich hab schon gefühlt eine Stunde meinen Scheißsturm, Alter. Meine Güte, Mann, ey! Jungs gegen behinderte Lappen. Hab geil. Alter. Die sind ja mal so bad, was ist das für eine Traumlobby? Alter! Das im ersten Versuch hier, Mann. Ja, warum geht denn der Teammate? Der Teammate kann ich mir schon nicht aus. So, jetzt kann ich euch gerne nochmal ratten fürs Ende des Videos. Digga, wieso findet man solche Lobbys noch im BO3? Das kann doch gar nicht sein. Ist das ein Fehler in der Matrix oder was? Hallo, was ist hier los, Boys? Das gibt's doch gar nicht. Was? Was mache ich gerade, bitte? Ich hab den nächsten Geist, ich hab den nächsten Geist am Stück. Bitte was? Was ist hier los? Ja, 42,7. Alter! Alter! Ballern mal und schieß.